In Assassin's Creed Odyssey seid ihr viel mit eurem Schiff der Atras Thea unterwegs. Bietet sich ja auch an, schließlich bereist ihr Griechenland und das besteht zu einem großen Teil aus Inseln. Mit dem Kahn überbrückt ihr das Meer zwischen den Eilanden. Ihr habt nicht von Anfang an Zugriff auf Atras Thea. Die kleinen Schaluppen, die man eigentlich überall findet, sind nicht hochseetauglich. Nicht vergessen, ihr könnt jederzeit zu eurem Schiff schnell reisen und das Boot an Anlegestellen zu euch rufen, sollte es weiter entfernt geankert haben. Auf See lasst ihr eure Mannschaft entweder rudern oder ihr spannt das Segel auf. Zwar kommt die Atras Thea mitsamt Mannschaft in euren Besitz, ihr dürft diese aber im Verlauf des Abenteuers erweitern. Dazu müsst ihr euch zunächst wieder an Land begeben. Ihr könnt alle Feinde zu einem Mitglied eurer Besatzung machen. Dazu müsst ihr sie aber am Leben lassen. Sobald sie am Boden liegen, könnt ihr sie rekrutieren. Elite-Kämpfer und Kopfgeldjäger bringen euch bessere Mannschaftsboni als niedrigstufige normale Soldaten. Manche Charaktere könnt ihr auch einfach fragen, ob sie mit euch reisen wollen. Ich habe ein Schiff. Schließ dich uns an und genieße die Freiheit. Im Schiffsmenü habt ihr Zugriff auf diverse Verbesserungen für euren Kahn. Das geht mächtig ins Geld und in die Ressourcen. Indem ihr den Rumpf verbessert, schaltet ihr neue Slots für die eben angeworbenen Mannschaftsmitglieder frei. Außerdem wertet ihr die Schlagkraft oder die Widerstandsfähigkeit auf. Feuerschalen versehen eure Attacken mit Brandschaden. Die Boni eurer speziellen Bootsleute habt ihr hier auch im Überblick. Wenn es auf See zur Sache geht, gibt es einiges zu beachten. Wer schon Assassin's Creed Black Flag oder Origins gespielt hat, findet sich aber gleich zurecht. Ihr befehligt Bogenschützen und Speerwerfer, außerdem habt ihr Feuerangriffe, falls ihr diese freigeschaltet habt. Versucht bei Schusssalven die Breitseite der gegnerischen Schiffe zu treffen. Das Rammen ist ebenfalls sehr effektiv. Es gibt sogar Boni, wenn ihr einen Kahn durch einen Rammangriff spaltet. Später schaltet ihr mehrere Salven für eure Bogenschützen und Speerwerfer frei, auch das ist sehr praktisch. Sobald die Feinde attackieren, solltet ihr in Deckung gehen und behaltet die Umgebung im Auge. Nicht, dass sich ein weiteres gegnerisches Schiff nähert. Beim Rammen lohnt es sich, wenn die Ruderer sich ins Zeug legen. Aber Vorsicht! Lange halten die Jungs das nicht durch, allerdings ist dies auch von den Upgrades abhängig. Haltet euch anfangs von Seewegen in der Nähe von höherstufigen Inseln fern, denn in stärkeren Schiffen habt ihr kaum etwas entgegenzusetzen. Sie versenken euch mitunter mit nur einem Treffer. Versucht außerdem, unnötige Konflikte zu vermeiden. Denn wenn ihr einfach so andere Schiffe bombardiert, wird man ein Kopfgeld auf euch aussetzen. Unter Feuer! Macht schneller! Volle Fahrt! Habt ihr einen Feind versenkt, vergesst nicht, das verlorene Treibgut aufzusammeln. Nach einem Sieg wird euer Schiff automatisch repariert. So übersteht ihr auch Schlachten gegen mehrere Boote. Setzt das Segel! Ihr könnt euch alternativ zum Versenken dazu entscheiden, das gegnerische Schiff zu kapern. Das geht nur, wenn dieses stark beschädigt ist. Hier kommen eure speziellen Bootsleute wieder zum Einsatz. Diese begleiten euch auf das andere Deck und bekämpfen die restlichen Feinde. Hier reicht es übrigens aus, die Gegner von Bord zu kicken, damit das Schiff als erobert gilt.
Den Rest erledigen die Haie. Dann dürft ihr noch einen oder mehrere Schätze einsacken und die Kaperfahrt war erfolgreich. Im Shop gibt es diverse optionale Skins für Mannschaft und Schiff, sowie das spezielle Mannschaftsmitglied Eevee aus Assassin's Creed Syndicate. Bezahlt wird mit den Ubisoft Club Units, manche Objekte, wie etwa Eevee, sind kostenlos. Voraussetzung ist dafür natürlich ein Account beim Ubisoft Club. Eevee bringt gute Boni mit sich, notwendig ist es aber keinesfalls, die alternativen Skins herunterzuladen. Kapitän, nicht mehr an Deck! Wir hoffen, dass ihr nun gut für eure Odyssee durch die Ägäis gerüstet seid und wünschen euch Mast und Schotbruch. Für weitere Informationen zu Assassin's Creed Odyssey sowie unseren ausführlichen Test mit Wertung besucht uns auch auf pcgames.de.